Und willkommen wieder mal zurück. Wir machen hier natürlich gerade weiter. Hier hast du echt viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Na gut, den Müll sammle ich natürlich mit ein. So, der Chor geht's auch gut. Blüte. Ja, das muss ich eigentlich finden. Beim Haus von Akachis Eltern. Die Frage ist, wo ist das? Metall. Mache weiter mit den Aufträgen von Chor. Blut in Schal kann ich bringen. Taka, können Sie einen Putz um Muscheln, Weißwein für mich, Chor? Und jetzt nicht, Chor. Ist das richtig? Zuwässrig. Probier es nochmal. Na gut. Stimmt etwas nicht. Er lernt gerade einen schaumigen Milchshake zu machen. Es ist ein Familienrezept. Mein Urgroßvater war bekannt für seine unglaublich schaumigen Milchshakes. Und zumindest haben mein Vater und meine Großmutter das immer gesagt. Und jetzt soll Bram es lernen? Er hat keine Wahl. Seine Mutter hat ihn in den letzten Monaten in meine Obhut gelassen. Woher soll ich denn jetzt mein Essen bekommen? Du könntest zu Abans Restaurant gehen. Gute Idee. Das war nur ein Witz. Bitte Aban das Gericht zuzubereiten und bring es zu Noho. Okay, Koak, ich habe einen Auftrag für dich. Na dann los. Ich habe ein neues Rezept für Marshmallows vorbereitet, aber ich möchte es ausprobieren, bevor ich sie zum Kauf anbiete. Ich habe gehört, dass sie am leckersten sind, wenn man sie über Feuer röstet. Kein Problem, ich kann sie in meinem Haus rösten. Wir brauchen aber jemanden, der sie kostet. Gib sie Bram und frag ihn nach seiner Meinung. Gute Idee, er liebt Süßes. Okay, 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 okay. Küche, kann ich das machen? Was brauche ich dafür? Wackelpudding. Für Wackelpudding brauche ich Erdbeeren und Wasser. Okay. Schnell, Kind, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ganz ruhig. Was haben wir denn hier? Das wird interessant. Tauchen. Aber besorge. Zweimal Mehl. Mindestens. Habe ich Mehl? Nein. Na gut, muss ich mal nochmal zu den Marktfrauen und dann muss ich nochmal zu dem anderen Typen hin. Wunderbar, das läuft aber ganz gut. So. Aber kannst du ein spezielles Gericht zubereiten? Aber sicher, ich probiere gerade eine neue Suppe aus. Es ist eine kalte Fischsuppe. Aber mir fehlt noch eine Zutat. Was denn? Es ist eine sehr mysteriöse Zutat. Etwas äußerst Seltsames. Etwas, das man hier nicht kennt. Kürbis. Den kann ich besorgen. Ich bringe dir sofort ein. Wunderbar. Hier ist da dein Kürbis. Er ist perfekt. Jetzt müssen wir nur noch das Fleisch herauskratzen und dann gut durchkochen und fertig. Ich hoffe, sie schmeckt gut. Ich bringe dir sofort eine Portion zu Noho. Zu Noho? Ja. Er kann seinen Laden nicht unbeaufsichtigt lassen. Also habe ich ihm versprochen, ihn etwas zu essen zu bringen. Aber dieser Guido hasst mich. Überhaupt nicht. Noho mag es nur nicht, wenn Leute falschen. Und das geht garantiert schief. Ach, komm, hol nicht rum. So, okay. Danke, dass du mir den Gefallen getan hast. Ich habe so viel zu tun. Alles klar. Ach komm, bring mir das gleich zu Noho. Was gemacht ist, ist gemacht. Neben dem Mülleimer. Es ist doch unglaublich. Jo, na gut. Zu Noho. Und dann... ich vergesse immer auf meiner Insel den ganzen Kram zu setzen. Wo warst du? Ich bin am Verhungern. Immer hier mit der Ruhe. Ich habe eine wirklich leckere Suppe für dich. Ich wollte doch muscheln. Die Suppe ist aber auch wirklich lecker. Ich verspreche es. Ein Versuch ist es wert. Mh, köstlich. Taka ist wirklich ein Genie, wenn es um Guido-Küche geht. Aban hat die Suppe gemacht. Was? Bäh, wie widerlich. Diese Ang und seine komischen Gerichte. Du hast gesagt, dass sie dir schmeckt. Ich habe meine Meinung geändert. Oh, das ist so ein dreckiger Bastard. Ach. Ja, die doch geschmeckt. Warum holt er denn jetzt rum wie so ein kleines Mädchen? Weißt du, das ist so typisch. So wie so ein kleines Kind. Weißt du, wenn du weißt, was Zeug schmeckt, okay, dann hörst du, ja, aber in dem Eintopf ist halt auch gesundes Gemüse drin. Und dann auf einmal schmeckt es nicht mehr. Ja, so denke ich.
Ich brauche Mehl von den Frauen. Von den Marktfrauen. Die haben doch bestimmt was da. War da Butter drin? Na gut. Ja, du hast nichts. Du hast auch nichts. Du verkaufst nur mehr Sachen. Du hast auch bestimmt Lebensmittel. Ja. So, jetzt kann ich das zu Dingsbums bringen. Ich habe so das Gefühl, der Questfortschritt hält sich alle so richtig stark in Grenzen. Hier ist noch einiges zu tun, wenn ich mir mal so die Balken der Aufgaben ansehe. Naja gut, kriegen wir auf jeden Fall hin, ist kein Thema. Sehr gut, Zutaten sind vorragend. Ich werde sofort einen Teller Nudeln kochen. Onzo wird überglücklich sein. Schlussendlich ist es nicht so wichtig, was man kocht, sondern welche Gefühle man mit seinen Gerichten bei anderen hervorruft. Das hast du schön gesagt. Koa, du schaffst es immer, meine sentimentale Seite zum Vorschein zu bringen. Weißt du, tief in dir drin ein Sensibelchen bist, auch wenn du so tust, als wärst du ein strenger Meister. Erzähl das bloß nicht Bram. Gut, okay. Onzo, wunderbar. Onzo Gonzo, Dronzo Monzo, Schlonzo. Ah, hier komme ich nicht hoch. Na gut, muss die Kuh mal ein bisschen zu Fuß. Die ganze Zeit bin ich hier wirklich... Ich weiß, wie ich die Folge nenne. Ich habe so das Gefühl, dass es hier... ganz häufig um Essen geht. Wirklich um Essen. Naja. Dann kriegt die Koa selbst ein bisschen Hunger, wenn wir die ganze Zeit nur ein Gericht nach dem anderen... Und so, ich habe die Nudeln mitgebracht. Wie hast du das geschafft? Ich weiß es nicht genau. Ich habe einfach nur mit Taka geredet. Das war alles? Das war alles. Wunderbar. Koa, ich mache mir Sorgen. Ich habe letzter Zeit einige Elits gesehen und in meinem Tagebuch stehen keine netten Dinge über sie. Ja, ich versuche auch herauszufinden, was sie im Schilde führen. Würdest du etwas ausmachen, etwas für mich zu überprüfen? Natürlich nicht. Was muss ich tun? Nördlich von hier gibt es eine Insel. In meinem Tagebuch steht, dass sie voller Leben ist. Riesige Palmen, wilde Tiere und eine kleine Siedlung von Guidos, die dort als Bauern tätig sind. Kein Problem, ich kann dorthin fahren und mich umschauen. Bring mir eine Blume von dort zurück. Ich möchte mit eigenen Augen sehen. Die Elites waren vor ein paar Monaten auf der Insel. Neue Quest. Super. Was kann ich denn hier noch machen? Okay, sammel Brocken. Mach weiter mit Koa. Den Schal, den bringe ich jetzt weiter. Aufträge mit Mayo. Bitte Kalebs Lieblingsfisch. Okay, dafür brauche ich Ananas. Weiter mit Kolo. Dazu brauche ich Bananen. Dazu brauche ich Zander. Da muss ich irgendwo tauchen. Da muss ich mit Noho sprechen. Okay. Ich spreche mit Noho. Dann bringe ich Blue den Schal. Doch, komm schon. Kannst du locker drüber hüpfen, Mädchen. Hui! Ich finde es immer wieder... Ich finde es ein bisschen gruselig, wenn die zu viel springt. Also zu hoch. Taka, hast du schon einmal von der Insel Nakito gehört? Nakito? Ich heiße aber Koa, nicht Taka. Das sagt mir nichts. Das ist eine mysteriöse Insel, sieht etwas weiter weg von hier und vollkommen unbewohnt, außer von einigen seltsamen Vasen. Diese Vasen bewegen sich, wenn jemand gerade hinschaut. Bist du sicher? Das klingt nach einer Lügengeschichte. Ich gebe dir mein Ehrenwort als Händler. Der Legende nach sind die Vasen eigentlich ein paar sehr schüchterne Tiere, die sich als Vasen tarnen. Und man findet sie nur auf dieser Insel, weil sie nicht schwimmen können. Vor langer Zeit sind Kaleb und ich zu dieser Insel gefahren, weil wir nach luxuriösen Vasen suchten. Aber jedes Mal, wenn wir eine der Vasen aufs Boot verladen hatten und uns umdrehten, war sie auf einmal verschwunden. Und schlussendlich sind wir mit leeren Händen nach Hause gefahren. Eine tolle Geschichte. Jetzt will ich die Insel auch sehen. Ich kann dir auf deiner Karte zeigen, wo du sie finden kannst. Da du die Insel ohnehin besuchen möchtest, könntest du mir einige der Früchte mitbringen, die dort wachsen? Sie sehen aus wie Orangen, sind die doch etwas ganz Besonderes. Lass mir die Geschichte erzählen, damit ich dir die Früchte bringe, stimmt's? Nein, gar nicht. Doch. Ah, komm, normale Orangen, ist doch egal. Die bringe ich dir natürlich mit. Hätte ich meine Orangen nicht alle zu Fruchtsaft verarbeitet, ja, hätte ich die Quest direkt beenden können. Na gut, ist kein Problem, kriegen wir hin. Honig, supi. So, jetzt will ich Blue den Schal bringen und hier noch mal ein bisschen Wasser holen. Ich habe nur eine Flasche, schade. Schade, dass man die nicht recyceln kann.
Ich meine, ich stelle so viele Sachen in Flaschen her. Da könnte man eigentlich meinen, dass so eine Glasflasche durchaus recycelbar ist. Das erinnert mich an meinen Italienurlaub. Oh, das war schön. Da hatte ich auch so eine alte Weinflasche mit einem mit so einem Kunstkorken. Und da gab es ja überall diese Trinkbrunnen, wo man halt Wasser nachfüllen kann. Ah, ich brauche etwas, was ich als Opfer gab. Hier hast du den Schal. Und auf jeden Fall habe ich halt da immer Wasser nachgefüllt in dieser Glasflasche. Und das sah halt irgendwie von außen so aus, als würde ich die ganze Zeit Alkohol trinken. Und dann habe ich die Leute immer so ein bisschen komisch angeguckt, als ich dann diese Flasche da wirklich geäxt habe. Also es war dann wirklich, ich weiß gar nicht, 0,7 Liter oder so. War wirklich so eine kleine Weinflasche, die einfach eine ganz normale Flasche mit Korken. Ja, es war meine ehemalige Weinflasche, war alles ganz gut. Und da habe ich halt wirklich nur Trinkwasser reingefüllt und habe das dann halt getrunken. Und die Leute haben mich dann so angeguckt und haben, weil viele gedacht haben, das wäre irgendwie Alkohol oder so. Und da habe ich mir gedacht, das war schon lustig. Ja, aber es war nur Trinkwasser. Das war wirklich nicht nötig, aber trotzdem, danke. Es ist sehr weich und riecht gut. Hier, nimm diesen kleinen Käfer als Gegenleistung. Koa, das ist kein gewöhnlicher Bodengang. Beeil dich. Neuer Tank. Okay. Ja, komm, passt eigentlich. Napopo, wunderbar. Jo. Das bedeutet, ich muss hier jetzt los. So langsam. Ich muss nach Hause, muss gucken, dass ich die Blume finde. Oh, Schokolade. Dann muss ich noch ein bisschen Zander finden. Aber mein Geldbeutel sagt eigentlich alles gut. Ja, das wird lustig. Lustig, tralalala. Bald ist Koa mit Orangen da. Ja, lasst uns froh und munter sein. Goa schwingt das Rennbein. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal ein paar Inseln abklappern. Karte. Da fahre ich mal mit Schnellgang hin. War ich hier schon? Ah ne, hier habe ich glaube ich nur... Das ist ein komischer Fisch. Hier war ich noch nicht. Okay. 404 Error, Message not found. Das ist eine coole Message. Error, Message not found. Alles klar. Gut. Hallo Ente. Oh, schade. Warte mal, ich habe doch einen Schlafsack. Vielleicht kann ich den ja benutzen, um mal woanders da zu übernachten. Ah, Bären. Bestimmt ist Jaja auf die Erde gekommen, um nach Metallen zu suchen, denn auf dieser Insel gibt es keine. Oh Gott, das war gemein. Oh, Jaja ist auf der gekommen. Hier gibt es keine, aber hier ist doch alles. Tut mir leid, aber ich bin im Moment sehr beschäftigt. Was? Aber hier gibt es auch Metalle. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch noch vergessen, diese Bäume zu pflanzen. Sollte ich vielleicht mal machen. Hier von denen, dann habe ich auch welche auf meiner Insel. Die Kleinen sind ja echt goldig, muss ich sagen. Na?
mein Lieber. Wunderbar. Wie eine kleine Raupe. Oh, wie süß. Na gut. Oh, es regnet. Das ist super. Jetzt muss ich eigentlich so schnell wie möglich auf meine Insel. Einfach aus dem Grund. Aber was machst du denn hier? Oh, schade, dass ich das Silber da nicht mitnehmen kann. Das wäre super gewesen. Warte mal, da hinten ist noch was. Naja, Wolle. Faden. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil damit kann ich wunderbar angeln. So. Faden habe ich eigentlich jetzt mittlerweile genug. Von daher sollte ich vielleicht mal gucken. Münzen. Die will ich nochmal angeln. Nee. Brauche ich nicht. Ich muss die Insel von Akachis Eltern finden. Verdorrte Insel. When someone read this message, wenn jemand diese Nachricht liest, there were hard times, they didn't want to but now it's clear that they what to do. Es waren harte Zeiten, es war manchmal schwierig zu entscheiden, was man tun soll, aber nun ist es klar wie ein Tag. If I can do so, so can you. Wenn ich das tun kann, kannst du es auch tun. Nächster Schritt ist, what matters, but don't think too hard. Nächster Schritt ist das, was zählt, aber denk nicht so hart. Aber denke nicht zu streng. Just do what you want and enjoy. Mach einfach das, was du möchtest und dann genieße es. Okay. Mach ich. Verdorrte Insel. Okay, also verzeiht mir, wenn mein Englisch nicht komplett perfekt ist. Ich tue, was ich kann. Kaffee. Okay. Ist eigentlich ganz cool. Was haben wir hier? Schwimmer, Holz. Sadly, there's no treasure map, only a friendly message. Schade, es ist keine Schatzkarte, nur eine freundliche Nachricht. May the sunshine upon you, no matter where the wind and sea may guide you. Ben, ja, die Sonne scheint auf dich, egal wohin dich der Wind und die See auch führen mag. Liebe Ben, ich würde gerne auf eine Insel voller Früchte und Nachbarn leben. Tiernachbarn. Hast du doch. Erdbeeren. Hallo. So, Orangen habe ich jetzt auch genug. Wunderbar, es läuft doch ganz gut aktuell. Besser als gedacht. So. Ich hoffe nur, dass trotz Regen... ich hoffe trotzdem, dass ich meine Dingsbums machen kann. Dass meine Brunnen sich auffüllen. So, ich kann Kaffeebäume ernten, ich kann von denen ein paar setzen. Das ist eigentlich alles super. Die Frage ist nur, wo diese andere Insel hin ist. Was haben wir hier? Da ist doch was. Da möchte ich aber gerne mit dem Boot hinfahren, weil ich so das Gefühl habe, dass ich das mit dem Boot zertrümmern muss. Von daher. Die Orangen habe ich eigentlich genug. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. So, die Insel haben wir auch erkundet, das ist super.
Louis and Chu Quan Lam, you are both forever in my heart. Ihr seid beide für immer in meinem Herzen. I can't promise to be there for the rest of your life, but I can promise to love you for the rest of mine. Alles klar, ich kann euch nicht versprechen, bei euch für den Rest eures Lebens bei euch zu sein, aber ich kann euch versprechen, für den Rest meines Lebens euch zu lieben. And blessed to have you both in my life. Und gesegnet, und ja, ich bin halt gesegnet, euch beide in meinem Leben zu haben. Love you both dearly. Andrew Lam. Ich liebe euch beide sehr. Oh, lecker. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Das lief doch super. So, die Frage ist, habe ich das eigentlich schon? Ja, ne? So, jetzt will ich mal gucken. Eigentlich müsste ich nach Norden. Weil ich habe nämlich das Gefühl... Nee, ich will erstmal alles so Stück für Stück erkennen. Hühnchen! So, ich muss nach Westen. Wunderbar. Supi. Ja, wir kommen gut voran. Habe ich so das Gefühl. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ich die Sardinen herkriege. Erstmal auf diese Insel hier. Nakito-Insel, das ist doch super. So, was haben wir hier? Oh, wo ja, stimmt, machst du irgendwas auf Dingsbums? Das sind diese... Ah, das sind diese Dingsbums. Das sind diese komisch... Oh, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Oh, ist das gemein. Das sind also diese verrückten Vasen, Tiere, die sich, oder Lebewesen. Okay. So, was haben wir denn hier? Okay, müssen wir machen. Da bin ich gerade auf der Suche. Wo habe ich diese drei Teile her? Okay. Bananen, Orangen haben wir. Zander brauchen wir. Tauche, Noho, das brauchen wir. Oh je. Das wird ein Spaß hier. Das sind doch normale Orangen. Das ist gruselig. Hat mich die Vase gerade schief angeschaut? Ich glaube schon, Goa. Sieht so, dass wir hier fertig werden, Mädchen. Das ist echt grausam. Hey, hier gibt's jemanden. Hallo. Nicht schon wieder. Immer klaut mir jemand das Gemüse. Entschuldigung. There is a fix on the raven who laughs at me. Mövi van Hein. Meine Augen sind fixiert auf die Krähe, die mich auslacht. Das ist schön. Herrlich. Na gut, gibt's hier noch sonst irgendwas? Nö. Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Jetzt zurück zum Boot. Müssen wir mal angewöhnen.
mir zu merken, wo ich mein Boot geparkt habe. Was gibt's hier für Fische? Achso, hier gibt's Octobloctos. Habe ich auf meiner Insel, also von daher ist es nicht so tragisch. So, jetzt will ich echt mal gucken, dass ich diese Zander irgendwo finde. In der offenen See kann ich also mein Boot nicht verlassen. Macht durchaus Sinn. Hier gibt es wieder nur was Besonderes. Warte mal, Karte. Global Sleeps. Will ich mal dahin. Und dann hoffe ich mal... Entschuldigung. Dann muss ich weiter nach Osten. In diese Richtung. Ich glaube aber, hier habe ich schon nachgeguckt. Ich muss echt mal den Schweinestall auf... nicht aufräumen, sondern den Schweinestall-Dingsbums aufbauen. Dann könnte ich nämlich vielleicht auch hier Schweine finden. Offene See. Ist die Frage, was ist das für eine Insel? Tempel des Ostens. Hier gibt es auch wieder nur so besondere Fische. Ist das die Blume? Nein. Let's just do our best today, cause that the communication of yesterday. TK from the Far East. Lass uns heute unser Bestes geben, weil das die... cause that the continuation of yesterday, weil das die Fortsetzung von morgen ist. Nee, von heute. Gestern ist das heute von morgen. Oh, super. Gut, okay. Koa, das ist kein gewöhnlicher Bootgang, beeil dich. Na, Popo. Super. Ich weiß gar nicht, warum die hier rumeiern. Aber das ist okay. Ist aber nicht die richtige Insel. Komm, nehmen wir mal einfach mal mit, was wir können. Wir sind jetzt auch schon eigentlich lang genug hier. Gehen wir mal im Boot schlafen und wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Macht's gut, ciao.